So, liebe Leute, der März steht vor der Tür und das bedeutet, es wird Zeit für die Kinovorschau für März 2022. Wie jeden Monat werde ich kurz darüber sprechen, was für Filme so an den kommenden Kinostart-Donnerstagen rauskommen. Das Ganze aber reduziert auf die größeren, schrägstrich relevanten Starts, weil wir sonst jede Woche irgendwie 10, 15 Filme hätten, die rauskommen. Und die laufen dann aber auch nur teilweise in den allerwenigsten Kinos, die kleinen Filme. Kurz oben schaffen wir uns einen kleinen Überblick. Nach wie vor gilt es immer noch. Einige Filme sind ja noch geschoben aufgrund der Pandemie, aber es traut sich zum Beispiel in Batman oder auch beispielsweise auch Morbius im März dann in die großen Kinosäle und auch einiges mehr. Und damit fangen wir an beim ersten Kinostart Donnerstag. Das wäre dann der 3. März diese Woche. Und gerade eben schon genannt, The Batman startet. Matt Reeves inszeniert hier Robert Pattinson als Bruce Wayne, der gerade erst einmal als dunkler Rächer, Schrägstrich Ritter in Gotham City seit 2 Jahren unterwegs ist. Die Stadt ist ein Moloch, er stellt sich dem. Die Trailer sehen sehr hart, sehr brutal aus, könnte sehr Film-Noir-mäßig sein. Neben Robert Pattinson so Kravitz noch dabei, Paul Dano, Andy Serkis, John Turturro, Colin Farrell und Jeffrey Wright. Und es könnte in der Storyline so ein bisschen ein Mix werden aus The Long Halloween, weil es geht wohl um einen Serienkiller bzw. eine Mordreihe, der in die Unterwelt führt, auch Richtung Carmine Falcone, dem Mafia-Boss. Und es könnte auch in Richtung Rat der Eulen gehen. Also so ein bisschen eine Kombination aus dem. Auch Catwoman wird eine Rolle spielen, der Riddler, der Pinguin und vieles, vieles mehr. Die Trailer sahen wirklich fantastisch aus. Deswegen bin ich auf The Batman gespannt. Matt Reeves hat ja mit der Planet der Affen-Reihe hinten raus gezeigt, wie er da auch nochmal innerhalb einer Trilogie sich deutlich nach vorne entwickeln kann und sowohl Blockbuster als auch düsteres Kino miteinander vereint. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Film, der fast 3 Stunden gehen wird. Dann ebenfalls diesen Donnerstag startet Cyrano, Joe Wrights Film mit Peter Dinklage in der Hauptrolle, basiert auf der Geschichte rund um Cyrano de Bergerac, eine Figur, die tatsächlich existierte, und eigentlich geht es um sein Aussehen, was ihm selbst aus seiner Selbstwahrnehmung nicht die Chance gibt, der Liebe seines Lebens nahe zu kommen. In der Originalgeschichte geht es dabei um seine zu große Nase. Hier ist es jetzt die Körpergröße, weswegen auch Peter Dinklage dann die Hauptrolle übernimmt. Und Cyrano de Bergerac ist ein Offizier der französischen Armee im 17. Jahrhundert. Und er kann sowohl mit Worten Leute in seinen Bann ziehen, auch kämpferisch ist er einer, der begnadet stark ist und ist in Roxane verliebt. Über die wiederum ist auf den ersten Blick verliebt in einen Kadetten aus seiner Kompanie. Und er beschließt diesem Kadetten, der sprachlich nicht ansatzweise mithalten kann, zu helfen, um seine Roxane glücklich zu machen. Also eine Herzbruchgeschichte, die es auch in deutscher Form vor einigen Jahren mit Das schönste Mädchen der Welt gab und da klasse umgesetzt wurde. Cyrano am Donnerstag noch, genauso wie The Card Counter. Paul Schraders neuer Film mit Oscar Isaac in der Hauptrolle, Ty Sheridan und Tiffany Haddish noch mit dabei. Erzählt wird die Geschichte von William Tell. Der ist ein guter Kartenzähler und der ist einst im Gefängnis. Er ist schuldbeladen mit einer Schuld, die 10 Jahre zurückliegt. Und als Kartenspieler zieht er durch die Casinos und Veranstaltungen, hält aber die Einsätze immer klein, sodass nicht auf wenn er gewinnt, bis er eines Tages auf einen jungen Mann trifft namens Kirk. Genau, und der hat einen Racheplan geschmiedet und beide zusammen werden doch um große Einsätze auf einmal spielen. Das ist sehr gefährlich, vor allem als eine zwielichtige Agentin auf den Plan gerufen wird. Eine Woche später, ab dem 10. März, sind Johnny Knoxville, Steve-O Bam Margera und wieder am Start mit Jackass Forever. Es geht wieder um jede Menge Selbstversuche, wo man sich denkt, okay, warum sollte man das tun, aber die Jackass-Reihe hat viele Fans. Der neue Jackass-Film also ab dem 10. März in den Kinos. Genauso wie Küss mich, Miss Kerr mit Lucy Hale und Austin Stoll in den Hauptrollen. Rom-Com und Bestseller-Verfilmung rund um Lucy und ihrem Erzfeind Joshua. Die befinden sich im Wettkampf um eine Beförderung bei dem Verlag Bexley & Gaiman und in dem gemeinsamen Büro sind sie auf einmal eingesperrt. Eine Fahrstuhlfahrt, die ihnen zum Verhängnis wird, lässt aus Feinden vielleicht Verliebte werden und die Frage, ist das vielleicht sogar wahre Liebe? Dann hätten wir mit Parallele Mütter einen Film, der 2-mal Oscar-nominiert ist ab dem 10. März in den Kinos und der neue Film von Pedro Almodóvar mit Penélope Cruz und Melina Smith in den Hauptrollen. Erzählt wird die Geschichte von Janice und Anna. Die lernen sich im Krankenhauszimmer kennen. Beide stehen kurz vor der Entbindung. Die eine ist ganz glücklich mit dieser gewählten Entscheidung, die andere hat einfach nur Angst. Und in wenigen, aber tiefgehenden Gesprächen werden sie eine sehr tiefe Verbindung aufbauen. Und ab dem 10. März gibt es noch mit Blue Bayou einen Film mit Alicia Vikander unter anderem und Justin Sean in der Hauptrolle, der sich selbst inszeniert. Und erzählt wird hier die Geschichte von Antonio Leblanc, der als koreanisches Adoptivkind in Louisiana, in den USA, aufgewachsen ist und seine Frau über alles liebt, genauso wie seine Stieftochter, aber ihm droht die Abschiebung in ein Land, was er nie kennt.
kennengelernt hat. Dann eine Woche später, ab dem 17. März, nur einen Film, den man so wirklich rausstellen kann, und zwar den Animationsfilm Die Gangster Gang. Die Geschichte von Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. Piranha und Miss Tarantula, die gemeinsam als Gangster Gang immer krumme Dinger drehen, wann und wo sie wollen, bis sie gefasst werden. Und um der Strafe zu entkommen, schwören sie ab sofort gut zu sein. Und sie müssen feststellen, gut und nett sein ist gar nicht so schwierig und fühlt sich vielleicht sogar ganz nett an. Schöner Animationslook. Ab dem 24. März erwartet uns im Kino mit Come On, Come On, ein neuer Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Der spielt hier Johnny, ein New Yorker Radiomoderator, der nach einer längeren Beziehung sich erstmal wieder daran gewöhnen muss, Single zu sein. Und seine Schwester bittet ihn, dass er sich bitte doch mal um seine 9-jährigen Neffen Jesse kümmern soll. Das bringt sein Leben vollkommen aus den Fugen und das Thema Verantwortung übernehmen ist ihm nämlich ziemlich fremd und beide beschließen, und für Jesse ist es auch das erste Mal, dass er auf sich alleine fast gestellt ist, einen Roadtrip quer durch die USA zu machen. Dabei entsteht eine sehr schöne Verbindung. Roadmovies mag ich, Joaquin Phoenix, Come On, Come On könnte also ein kleiner, feiner Film sein. Dann haben wir ab dem 24. März noch JGA, Jasmin, Gina, Anna. Deutsche Komödie, wo die Trailer mich recht unterwältigt haben, erzählt die Geschichte von Jasmin, Gina und Anna, die alle drei Singles sind und nach Ibiza eingeladen worden sind zu einem Junggesellinnenabschied. Nur viele der Gäste sagen ab, weil sie Kinder und Verpflichtungen haben, und auch die Braut ist schwanger und kann auf einmal nicht fliegen, und nun hängen die drei in Ibiza rum und sagen, wir wollen trotzdem feiern und trotzdem Spaß haben. Nur trifft die eine auch noch auf ihren eigenen Ex, die auch in der Dreierkombination unterwegs sind für den jungen Gesellenabschied. Und um sich nicht die Blöße zu geben, behauptet Jasmin auf einmal, ich bin eigentlich die Braut. Die Katastrophe ist also vorprogrammiert. Und mit Ambulance hätten wir noch einen interessanten Film von der Storyline. Dass Michael Bay die Regie führt, lässt mich aber ein bisschen skeptisch sein. Mit Jake Gyllenhaal und Yahya Abdul-Mateen II. In den Hauptrollen, beides tolle Akteure, erzählt wird die Geschichte von Will Sharp. Der will seiner schwerkranken Mutter die lebensrettende Operation bezahlen, aber das Geld hat er nicht, und deswegen bittet er seinen Adoptivbruder bzw. kontaktiert seinen Adoptivbruder Danny, und beide beschließen, eine Bank zu überfallen. 32 Millionen Dollar kann man dabei abkassieren. Die Flucht gelingt auch fast, bis auf einmal was schief geht und sie sich in einem Rettungswagen wiederfinden. In diesem Rettungswagen ist zusätzlich noch eine Rettungssanitäterin und ein angeschossener Cop, und damit entsteht eine Hetzjagd quer durch Los Angeles. Und dann kommen wir zum letzten Kinostart, Donnerstag, dem 31. März. Da hätten wir Morbius. Sony baut sein Sony Spider-Man Universe weiter aus. Rund um Figuren aus der Welt von Spider-Man, unter anderem eben Morbius, gespielt von Jared Leto. Der verkörpert Michael Morbius, einen ehemaligen Biochemiker, der an einer seltenen Blutkrankheit erkrankt ist, und an einem Selbstexperiment versucht er sich zu heilen. Dabei bekommt er aber übermenschliche Fähigkeiten und vampirähnliche Fähigkeiten und befindet sich fortan in einem ständigen, zwiespältigen Kampf zwischen dem Blutdurst nach Menschenblut und dem Verlangen nach Heilung. Ganz spannend. Mal gucken, was das wird. Morbius. Und das Ganze wird abgerundet im März durch Sonic the Hedgehog 2. Sonic kehrt zurück. Inzwischen hat er sich in Green Hills gut eingelebt. Aber Dr. Robotnik und sein Gefährte Knuckles wollen einen mächtigen Smaragd finden, um damit die Menschheit auszulöschen. Warum man auch immer die Menschheit auslöschen will, weil über was herrscht man denn dann noch? Na egal. Sonic zusammen mit seiner neuen Freundin Tails wollen den Bösewichten das Handwerk legen. Und das ist dann das neue Abenteuer, was rund um die Welt führt und rund um Sonic. Und damit sind wir durch den Kino-März. Wir merken, noch nicht ganz so voll, es tut sich aber immer mehr, und vor allem The Batman wird sicherlich direkt erstmal stark reinstarten im März. Auf welchen Film von den genannten freut ihr euch denn? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.